Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Unboxing, dieses Mal mit einer sogenannten Geekbox. Als Geeks werden ja Leute bezeichnet, die sich mit Technologie, Computern und Medien auseinandersetzen und deswegen sind wir mal gespannt, was alles in dieser Box drin ist. Wie auch schon die Z-Box, die wir euch kürzlich vorgestellt haben, erscheint die Geekbox einmal im Monat und hat immer ein neues Thema. Wir haben hier die Box vom Oktober 2015 und das Thema war natürlich passend Halloween. Den Anfang macht dieses schlichte schwarze T-Shirt mit der Aufschrift Boo. Das erinnert natürlich an den Geist aus den Mario-Spielen, der ist leider auch nicht auf diesem T-Shirt abgedruckt. Das nächste Item ist ein Dracula-Puzzle. Sinn und Zweck dabei ist es, den Dracula in einen Würfel zu formen. Das mag zwar jetzt nicht so gruselig klingen, aber für Rätselfreunde sicherlich ein kleiner Spaß. Als nächstes haben wir ein gut verarbeitetes Metallschild. Das warnt vor Zombies in dieser Gegend. Auf jeden Fall wurde die Gegend nicht nach Zombies überprüft. Weiter geht es mit einer Art Küchentuch oder Tischdecke, je nachdem wofür ihr das nutzen möchtet. Auf jeden Fall sehen wir hier zwei blutige Hände, die so einige Spuren hinterlassen haben. Zum Abschluss haben wir noch das Buch Twisted Dark von Autor Neil Gibson und dieser hat auf insgesamt 200 Seiten 12 verschiedene düstere Geschichten zusammengefasst. Die beschäftigen sich teilweise mit menschlichen Emotionen, illegalen Aktivitäten und natürlich auch brutalen Handlungen in düsteren Ecken. Dabei ist das Besondere, dass jede Geschichte irgendwie miteinander verknüpft ist und auf jeden Fall beim wiederholten Lesen soll man diese Zusammenhänge dann feststellen. Und das Buch war doch noch nicht der Abschluss, denn wir haben hier noch einen Sticker gefunden, auf dem steht Zombie Outbreak. Den könnt ihr euch auf eine Scheibe dergleichen kleben oder ins Fenster, damit die Leute gewarnt sind, dass die Zombies unterwegs sind. Das war es auch schon mit der Geekbox vom Oktober 2015. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuhören und zum Abschluss gibt es noch ein kleines Gewinnspiel, denn ihr könnt die Items aus der Box gewinnen. Hinterlasst uns dazu einfach einen Kommentar, welches Item aus der Box euch am meisten interessiert und wir ziehen einen glücklichen Gewinner und der kriegt dann bald schon einen Inhalt dieser Geekbox zugeschickt. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.